So, hallo meine Freunde, ich bin der Gambit Hero und ich habe jetzt noch ein bisschen herumexperimentiert, habe ein bisschen meine Wachen und so herumgeschickt. Und jetzt bin ich auf einem ziemlich guten Weg. Wenn ich hier mir so mein Personal angucke, wir haben das Entwicklungsteam auf 17 und das Unterstützung, die Unterstützungseinheit auf 16. Und wir brauchen, ich zeige es euch kurz. Das eine auf 18, das andere auf 17, glaube ich. Hier. Entwicklungsteam-Level muss noch eins nach oben und deswegen holen wir jetzt einen Supersoldaten hier raus und keine Ahnung, machen noch ein bisschen Nebenmissionen. Ich habe jetzt alles so hin und her geschoben. Hauptsache, ich habe die Kacke. Mein Gott, das ist ein Krampf vielleicht, das ist echt anstrengend. Jetzt holen wir einfach mal den Gefangenen oder die Gefangenen hier raus. So, da hinten steht noch einer. Hä, das habe ich doch schon mal gemacht. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. They're working for one of the bigger PFs, the Contract Forces of Africa, CFA for short. These guys are all business. Mercenary work is strictly about the money to them. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Das haben wir doch alle schon gemacht. Ist ja klar. Haben wir übrigens eine neue Waffe gegönnt. You gotta extract him. Uh-oh. Den box ich um. Und der kriegt da oben einfach nichts mit. Oh Mann. Hallo. The map
So, den müssen wir jetzt nämlich hochnehmen, dann runterwerfen. Oder so. Dann nehmen wir ihn mit. So, die hat mal gerettet, aber das haben wir doch schon mal gemacht. Jedenfalls gehen wir jetzt dahin. Pferdchen? Ah, da bist du. Gut. Dann machen wir das eben noch schnell. Dann hoffe ich, haben wir das endlich geschafft, können diese eine Mission nochmal machen. Ich glaube, die werde ich nicht aufnehmen, sondern erst den Transport im Prinzip von dem LKW. Wenn wir das dann mal gemacht haben, Alter, das gibt's doch nicht. Das ist unfassbar, was wir dafür machen müssen. Und ich bin verdammt aufgeschmissen ohne meine Betäubungspistole. Ich dachte nämlich, die Waffe, die ich jetzt dabei habe, wäre auch eine. Aber dem war da nicht so. Ja, ja, jetzt reiten wir einfach hier durch die Prärie. Und schauen uns das alles ein bisschen an. Es sieht wirklich schön aus. Und wir sind auch schon bei 50 Folgen. Das hier ist die 50. Folge von Phantom Pain. Metal Gear Solid Phantom Pain. Das ist unglaublich. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Also ein wirkliches Langzeitprojekt, wenn man so möchte. Läuft jetzt, wenn man das jeden Tag rechnet, sind 50 Folgen schon anderthalb Monate. So. Dahin, das ist das gewesen, was wir mal vorhin noch hatten. Ich muss die andere Waffe holen. Please select and supplies requested. In der Zeit hole ich mir den Sniper da hinten. Supply drop complete. Alter Schwede, wieso sind wir eigentlich so blutüberströmt? Hat das damit zu tun, dass wir einfach viel gestorben sind in den letzten Folgen? So. Gute Nacht, ich nehme mal mit. Jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir den Panzer von dem Typ loskriegen. Analysis complete. So. Die nehmen wir beide mit.
Wie kriegen wir den Spacko jetzt da weg? Ich mache jetzt einfach auf mich aufmerksam. So, Kontakt. Und schnell weg. Für den Wagen bin ich unerreichbar. Boah, die Typen sind jetzt eigentlich... Der eine ist jetzt auf jeden Fall weit genug weg von dem Teil. Haut er ab? Hau doch nicht ab, Junge! So. In der Zeit rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns nach Hause holt. So. So, jetzt haben wir den Elite-Soldaten auch rausgeholt. Servus. Alter. Alter. Alter, weg. Einfach nur weg. Keine Lust jetzt auf den letzten Meter noch drauf zu gehen. Sind wir bald da? Wie lange noch? Hallo, ich will gerne mit. So, dann bin ich mal gespannt, ob es reicht. Das gucken wir gleich nach, sobald wir angekommen sind. Ich beende jetzt jedenfalls mal den Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann entweder bei der nächsten Nebenmission oder beim LKW. Bis dann und ciao.